Wir sind ja als AMG im Performance-Segment zu Hause und wir haben, glaube ich, mit dem Formel-1-Auto jetzt dreimal World Champion sicherlich ein Benchmark gesetzt, was Effizienz und Performance in Kombination anbelangt. Und es war natürlich unsere Entscheidung auch ein Stück weit, dass wir, als wir gesagt haben, wir machen Hypercar, war uns klar, dass wir dann zum Thema Antriebsstrang was Hochinnovatives ins Auto reinbringen müssen und was Zukunftsweisendes. Wir glauben sehr an die Elektrifizierung vom Antriebsstrang in unserem Performance-Segment. Und damit war es klar, wenn wir das tun, dann nur mit einem Powertrain, der aus der Formel 1 kommt. Elektrifiziert ist der sowieso. Das haben wir 1:1 in dem Auto. Wir haben einen Turbolader, der ist quasi geteilt in Kompressor und Turbine. Und dazwischen ist auf der gleichen Welle eine E-Maschine. Das ist eine zusätzliche E-Maschine an der Kurbelwelle dran. Und die gleiche E-Maschine, die an der Kurbelwelle ist, ist einmal fürs linke und fürs rechte Rad zuständig für den Frontantrieb. Die Batterie in dem Auto ist auch aus der Formel 1. Direkt die Technologie übernommen mit der vierfachen Kapazität. Das Auto kann 25 Kilometer elektrisch fahren. Ich glaube, es gibt nichts Spannendes und nichts Zukunftsweisendes im Performance-Segment als dieses Auto zurzeit. Klar, auf der Ingenieurseite ist es super anspruchsvoll, aber um mit AMG die Zukunft zu definieren, was Performance im Automobilbau bedeutet, glaube ich, haben wir hier einen richtigen Meilenstein gesetzt und das Highlight von unserem 50-Jahre-Jubiläum. AMG 50 Jahre Driving Performance.